Willkommen zum Spiel. Ja, wir haben zwei Sachen, die hier schon bereit liegen. Einmal Schwefel und Kohle. Was mir aber fehlt, ist der Quartiermeisterschlüssel. Jetzt habe ich nur noch den Käfigschlüssel. Ich gucke nochmal da hinten nach. In dem Horror, in dem Explosionsraum. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch irgendwo ein Schlüssel sein müsste. Den hat's ja richtig zerlegt, ey. Wird hier mal eine Hand? Schlüssel. Du möchte gern Jesus, du. Oh, Jesus. Mir fehlt ein Schlüssel und ich weiß nicht, wo ich krieg. Wo ist der Quartiermeister gestorben? Habe ich da Notizen drüber? Corporal Delacroix, den suche ich jetzt. Der hat den Schlüssel. Der Arschpenner hat den Schlüssel. Oder liegt der noch hier rum? Und habe ihn nur übersehen. In dem Spiel sieht man so viel über ganz schnell. Weil das alles so krass aussieht halt und versteckt tarnt und sich gut tarnen kann halt, ne? Das sind Tarnschlüssel, wisst ihr? Hängt der vielleicht einfach nur dahinter? Nö. Genau, das DuckTales-Seams, ne? DuckTales, Ja, weiß ich aber auch nicht. Ah, ist aber auch kein Schlüssel. Die ganzen Kerzen machen hier einen schon. 10 von 10, komm. Den. Den. Wir hatten wir, glaube ich, sowieso nicht hier, ne? Halten. Ich habe echt das Gefühl, dass das noch dunkel wird, weil das geht ja so in einen Ruck. Ladezone. Problem ist halt, der Quartiermeister hat da oben hinten sein Zimmer. Ich brauche ja nur den Schlüssel. Wo ist denn eigentlich der Schlüssel? Oder? Kann ja nicht so schwer sein, Schlüssel zu finden. Ich suche immer noch nach Streichhölzern so nebenbei, ne? Also ich suche immer nach den Dingern. Oder ist denn ein Panzer drin? War der Schlüssel im Panzer drin? Ich guck mal an den Panzer. Wir haben fast die Munition. Dann fehlt mir aber, glaube ich, immer noch eine Kanone, ne? Also so ein... Uff. Ein Projektil, oder steckt da eins drin? Hast du einen Schlüssel? Du wirst mir sehr helfen, wenn du einen Schlüssel hättest. Du bist doch einfach nur so ein französischer Panzergrenadier. Das kann. Einfach nur ein Jammerlappen. Nix. Mal so nebenbei, dein Baby wird bestimmt
nicht Salim heißen. Davor hatte ich jetzt keine Angst. Wenn er jetzt rausgekommen wäre und mich angegriffen hätte, dann ist es so. Von denen kam er, ne? Ja. Boah, die Musik erinnert mich eher an Soma. Weil in Soma gibt es auch so einen Theme, der dann immer auftaucht, wenn jetzt ein die Dinger, so ein Creeper. Also so ein Roboter. Einen dann an in der Nähe ist. Was ist denn der Delacour? Der ist nicht tot, bitte, oder? Delacour? Das ist irgendwas. Aber warum auch immer, das Ding ist nicht in der Lage, Türen zu öffnen. Doch, da habe ich eh die Arschkarte. Den hebe ich mir auf. Was ich jetzt machen könnte, wäre, weil ich gehe wirklich stark davon aus, dass die Sonne untergeht. Ihr merkt halt, dass ich das blind spiele, ne? Also. Hier ist aber kein Licht. Darum will ich bestimmt nicht nochmal hin, glaube ich. Ich mache hier vorne Licht als Schutzdeckung. So. Jetzt habe ich da hinten einen Safe Spot, wo ich mich hinstellen kann. Genauso wie da hinten und da oben und hier. Also da an der Kerze. Gut, es gab auch zwei Stück, sehr gut. Ein kleines aufgegangen. Ich habe sonst auch noch notfalls die Laterne, wo ich auch sehr sparsam mit umgehe. Ich mache sie an und aus. Hier geht es irgendwie noch lang. Toll, das ist nur der Oberweg davon. Warum? Warum gibt es hier oben einen Weg darunter? Warum? Ist der Weg eingestürzt? Noch nicht. Warum sollte ich jetzt nach oben hier reingehen? Kann ich vielleicht von außen das Ding mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Ist irgendwie eine Möglichkeit oben rein? Gibt es einen Noteclip-Cheat hier, dass ich hier irgendwie fliegen kann? Ich habe jetzt mit dem Spiel ein Problem. Ich will da unten die Tür nicht benutzen. Andererseits, okay, ist, ne? Ich weiß auch nicht, warum ich hier oben hier runtergehen kann. Und jetzt bin ich wieder hier.
verstehe den Weg nicht. Wo ist der Schlüssel? Ich guck mal nach. So, ich hab's. Wir müssen da wieder rein. Hallo? Oh, benutzen ist immer woanders. Drück eine Taste, um fortzufahren. Allerdings ist es nicht plus, Junge. Wir müssen nämlich hier wieder rein. Wir müssen hier hoch. Da hängt jemand. Ich glaube, das war nämlich... Da vorne. Auf. Habt ihr es gesehen? Shh, little one. It was a dream. Just a dream. Was für ein Arschloch, ey. Ja, so ein bisschen. Noch so seinen letzten Schauer. Noch einen reindrücken. Hauptsache noch einen reindrücken. Hat der verdient, der Junge. Warum? Dich. Scheiß dämlicher Vogel. Oh, fuck you. Fuck you, Vogel. Dämlicher Vogel, ey. Der Vogel hat mich erschreckt. I shouldn't have taken this risk. Hallo, Devil. Vogel, ey. Du hast das Beste verpasst, du hast einen Ghoul verpasst. Der Ghoul ist Arschloch. Das ist ein Wichser. Aber den sind wir gleich los, hoffentlich. Oh, Jesus, ey. Ich bin für den zu schnell gewesen. Ich glaube, er hat mehr Angst vor... So, soll ja drücken. Pff. Ich glaube, der Ghoul hat mehr Angst vor mir als vor ihm. Ich habe in dem Moment einfach nur Fluchtreflex. Ich habe Shift gedrückt gehalten und bin durch. Meine Fresse, ey. Kriegt man Angst vor so einem Vogel, ey. Ist peinlich. Der Grauen hat auch alles verpasst. Gut, du kannst dir das nachanschauen. Du hast das Tollste verpasst. Wir haben einen Ghoul gesehen, frontal. Ich war allerdings schneller und ein Vogel hat mich erschreckt. So, Salpeter. Yeah. Das können wir so reinkippen und schon haben wir die Kanone. And so far I still have all my fingers. Head up and try it out, I guess. Oh, ihr Dialekt, ey. Mach mich fertig. Ich habe alles. Salpeter war direkt tatsächlich drin. Ich wiederhole es nochmal. Ich musste wieder in den Quartiermeister-Dings rein. In den Quartiermeisterzimmer. Und da war der... Auf der Flucht daraus war der...
wo ich doch diese Tür öffnen musste, ne, um rauszukommen, weil es der einzige Weg raus war und da war ja versperrt, habe ich in diese riesigen Mäsige von der Tür geschoben. Nachrichten waren wichtiger als der Stream, bitte. Okay, so tief sind wir gesunken. Naja, also nochmal. Ich habe diese schwere Tür geöffnet, bin raus. Ich mache das jetzt für den Stream hier. Bin raus. Und habe einen Augenwinkel gesehen, da kam der Ghoul raus aus der Tür, eine Tür geöffnet. Ich runter, Flucht, raus und bin rausgegangen. Hat geklappt. So weit, so gut. Zum Schluss hat er in der Anfang der Folge nach 15 Sekunden direkt, habt ihr schon gemerkt, habt ihr euch erschreckt, die Tür angehämmert. Ja, mir ist nichts passiert. So, da musste ich wieder rein. Die Tür war ja jetzt auf. So, also bin ich reingegangen, vorsichtig, hab dann halt gesehen, okay, da ist, ich habe hinter mir Kaugeräusch gehört übrigens, hab übrigens dann das Salpeter gefunden, hab ich geholt, oben gedreht, 180 Grad, Treppe wieder runter und hab gesagt, Sprint. Und schon, ja, bin ich einfach losgelaufen, so, dann war der da oben, hat den Gollum gemacht und es hat sich, glaube ich, erschreckt vor mir. Und weiter geht's. Jetzt nutzen wir den Panzer. Jetzt habe ich gerade Bullet fertig. Komm hier, Bullet in the... Wie reden die? Who's that, little one? Kitty Cat. I put the bullet in the tank, motherfucker. Zu. Da war ja der Vogel drin. Ready to load. Ich sagte ready to load. Kann ich das noch hier loaden? So, alte Patrone raus, natürlich, ist ja klar. Ready. I almost wish I had that quill. What could go wrong? So. 3, 2, 1, Feuer! Au! Bin ich tot? Hoffentlich. Hoffentlich hätte ich früher fliehen müssen. Es wird geladen. Oh, das ist nicht gut. Habe ich sie umgebracht? Alice? Little one? Autsch. Kanone. Ich habe einen Erfolg gekriegt, ne? Das ist... Shit, dann ist es richtig. Verdammt. Little one. Ja, jetzt ist Nacht. Jetzt habe ich das getriggert. Das, was ich für mich gefürchtet habe, der Ghoul kam anscheinend nicht ans Tag. I felt them break. I felt them break, but they're not broken now. What the hell? Are you alright? I don't know how to tell. Shit. Lebt anscheinend noch. Glück gehabt. Ja. Hm. Eingesperrt. Thank you.
Jo, hilf mir mal raus. Damn, this man looks like shit. Kann nichts machen. Wollte nicht nach unten. Warum ist die Tür eigentlich zu? Die war nicht zu. Kannst du sprengen? Nee. Ich will ja gern die Türen aufmachen, ne? Aber da komme ich nicht ran. Ist das ein russischer Panzer? Die sind sowieso scheiße. Wer mit dem Panzer entworfen hat, das war Müll. Oh. Jetzt mach hier Pause. Heute im Angebot schwangere Dosen. Aber nur im Sonderangebot. Jetzt für nur 4,99 Euro.